Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Nach Metal Gear Rising und mein Liebling Nier Automata. Musste ich einfach mehr von Platinum Games sehen. Also beschloss ich, in den PS Store zu gehen und mich von Bayonetta vergewaltigen zu lassen. Bayonetta. Bard, what are you doing? Kaum startet das Spiel, bekommt ihr eine Epilepsie-Warnung. Wäre schön gewesen, hätte ich diese auch dick und fett unter dem PS Store sehen können. Aber egal, also ignorieren wir das gekonnt und beginnen einen neuen Speicherpunkt. Der keinen Sinn ergibt, da das Spiel sowieso automatisch speichert. Wählt ein Schwierigkeitsgrad aus, während normal anscheinend schwer bedeutet. Oder ich nicht spastisch genug bin, die Abläufe verfolgen zu können. Jedenfalls musste ich umstellen. Pro Kapitel kann man den Schwierigkeitsgrad umstellen. Man hätte das auch in-game machen können, aber nö, doch nicht irgendwie, denn sonst könnt ihr ja keine Rekorde aufstellen, was zu Monotonie führt. Direkt wirft euch das Spiel ins Geschehen. Und damit ihr auch bloß keine Zeit verliert, erklärt euch das Spiel die Story in sinnlosem Reimgeschwafel, mitten in einem hektischen Kampf im freien Fall, während die Kamera von einem hyperaktiven Spastiker bedient wird. Und da ich auch kaum Englisch kann, Untertitel super lesen kann. Nee, mal im Ernst. Du checkst nix. Du siehst nix, du verstehst nix. Es regt einen tierisch auf und ist aber auch zugleich genauso sexy. Die Bosse sind riesig, die Charaktere absurd, ja absurd unterhaltsam. Stellt euch vor, ihr geht in einem Wald spazieren und ihr seht auf einmal rosa Blinkeschweinchen am Himmel. Dann wisst ihr in etwa, wie sich dieses Game anfühlt, zu spielen. Ehrlich gesagt hinterlässt mich dieses Spiel mit einem riesigen Fragezeichen auf der Stirn. Das Gameplay könnte mega unterhaltsam sein, die flimmernden Bilder jedoch stehen dieser Unterhaltung im Weg. Die Thematik mit den Hexen hätte ebenfalls Potenzial, bringt jedoch nur wenig, wenn ich nicht einmal verstehe, was wir überhaupt jagen, was es für Welten gibt und wie diese miteinander agieren. Die Erzählstruktur aus diesem Spiel ist so schlecht, dass selbst Uwe Boll sich darüber lustig machen könnte. Vielleicht war Hideki Kamiya auf einem seltsamen Drogentrip. Wer weiß. Später bekommt die sadistische Bayonetta aber mehr Tiefgang und ein kleines Mädchen an ihrer Seite. Das ist schon sehr rührend gemacht. Quicktime-Events sind so schnell, dass ihr nicht mal eine Sekunde reagieren könnt. Die Reihenfolge bleibt aber immer dieselbe. Die Bosse haben mehrere Phasen, nach jeder Phase gibt es einen Checkpoint. Schwachstellen müssen mühsam herausgefunden werden. Das Spiel ist viel zu linear, ihr rennt von einem Areal in das nächste und macht Gegner platt. Beim Ausweichen wird man oft getroffen, dass das Ausweichen zu einem hektischen Button-Smashing ausatmet. Rätsel gibt es eigentlich kaum welche. Spielerische Abwechslung gibt es zwar, fühlt sich aber meist monoton an. Anstatt man beispielsweise am Land kämpft, kämpft man an anderer Stelle auf der Wasseroberfläche. Motorradfahren, auf Decken kämpfen und Autos. Alles äußerst unterhaltsam. Waffen könnt
ihr euch von manchen Gegnern mobsen, verschwinden meist aber genauso schnell wieder. Items könnt ihr in der Hölle kaufen. Nach einiger Zeit kann man es sich etwas leichter machen, indem man sich Items kauft für Techniken, Leben und so weiter. Manchmal finde ich mich mitten in einem Kampf wieder mit angeschlagener Lebensleiste. Einmal sterben und man landet direkt mit voller Lebensleiste wieder dort. Man hätte auch einfach die Leiste direkt voll machen können. Vielleicht ist das aber für die Freaks unter uns gedacht, die versuchen, das Spiel ohne Schaden zu überstehen. Ich habe den Sinn dahinter noch nicht ganz verstanden. Technisch gesehen kann sich das Spiel auch heute noch gut sehen lassen, wenn da nicht die Frame-Einbrüche wären. Das Ende zieht nochmal alle Register und hinterlässt einen insgesamt guten Eindruck. Die meisten positiven Bewertungen über dieses Spiel ist meist auf die optischen Reize der namensgebenden Protagonisten Bayonetta reduziert. Die MGTOWs hätten diese Leute wahrscheinlich als Fotzenknechte bezeichnet. Tatsächlich kann ich mir das anders auch nicht erklären und ich persönlich finde sie nicht sonderlich attraktiv. Es ist definitiv kein schlechtes Spiel, aber alles in diesem Game fühlt sich irgendwie halbfertig und überladen an. Ich denke, überladen ist definitiv der richtige Begriff dafür. Vielleicht bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe. Eventuell, wenn man das Game monatelang studiert, habt ihr vielleicht mehr Spaß an Bayonetta als ich es hatte. Nier Automata ist da einfach übersichtlicher und abwechslungsreicher. Das war wohl nix. Der Test hier ist wohl genauso chaotisch wie das Spiel selbst. Ich wusste einfach nicht wirklich, wie ich das hier angehen sollte, wenn ich einfach nichts verstehe. Ich widme mich jetzt erstmal Shadow of the Colossus. Ja, kein Scheiß. Das habe ich bis heute noch nicht gespielt.